Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Ich verstecke mich noch hier im Busch und hier sind wir jetzt vor der neuen Hauptmission, Sequenz 9. Welch Überraschung. Gibt's was Neues? Der Bastard arbeitet für die Royal African Company. Los, erzähl es ihm. Ich habe die Princess gut 8 Wochen nicht mehr gesehen. Das heißt, sie kommt vielleicht bald zurück. Was noch? Dachte, der Nigger gehört den Männern, die heute früh schon nach der Princess gefragt haben. Also sagte ich ihm... Was für Männer? Ein sehr überheblicher Seemann. Und einer mit einer Narbe, genau hier. Wo kann ich die finden? Kampieren hier um die Ecke, sagten sie. Ich bin es satt, deinen Fantasien nachzujagen, Edward. Und die Crew auch. Halt durch, Mann. Wir nähern uns. Gott, da tut sich echt irgendwie eine Grube zwischen uns beiden aus. Ich habe gerade irgendwas von Grobiane gehört. Grobiane töten 4 und Alarmglocken sabotieren 2. Was? Moment, was muss ich mit Grobian machen? Kill? Grobiane töten? Okay. Das klingt doch mal nicht so schwer für eine Mission. Zumindest nicht so, dass man hier großartig irgendwas falsch machen könnte. Da ist auch schon eine Alarmglocke. Und da ist auch schon Grobian. Oh, bitte kommt der Grobian zuerst her. Das machen wir doch mal ganz einfach so alles nebenher. So bei der Glocke auch einfach. Die kommen nämlich dann alle her. Ich könnte auch einfach die Glocke aktivieren lassen. Aber ich weiß nicht im Grunde, inwiefern ich mich überhaupt entdecken lassen darf. Wahrscheinlich nicht von Rogers und Hornigold. Ist Hornigold jetzt eigentlich ins Templerlager gewechselt? Das würde mich mal interessieren. So, wo ist eigentlich die... Da ist ein Grobian. Das ist kein Grobian. Zumindest ein Grobian müssen wir töten. Das sind 2 Grobian. Dann tun wir die doch gleich mal mit Schlafpfeilen. Beide. Beide auf jeden Fall hier. Sprich, da ist irgendwo noch eine Alarmglocke. Das war ja eigentlich klar. Menschlicher Schild, der ist tot. Und der Grobian wacht bald wieder auf. Den müsste ich eigentlich auch... Oh, jetzt ist er tot. So. Komm her. Was? Entdeckt worden? Ah, wahrscheinlich von Rogers. Der ist dann wahrscheinlich da hinten irgendwo in der Nähe. Mist. Also im Grunde ist es doch besser, wenn man die Alarmglocken macht oder sich nicht möglichst in Kämpfe verwickeln lässt. Hornigold und Rogers aufspüren. Oh, hier ist ja schon Grobian. Sind wir gleich der Erste. Bin gerade am Überlegen, ist das... So, den habe ich angelockt. Oh, ich glaube, ich habe gerade beide aus Versehen gleichzeitig angelockt. Da müssen wir den mal einschle... Hätten wir müssen gar nicht mal. So, die ist sabotiert. Gehen wir doch mal richtig stealth-mäßig durch. So. Ich habe aber bisher nur einen Grobian. Da hinten waren ja 2. Einen. Es ist eigentlich ganz schlau, wenn 2 auf einem zukommen, dass man den anderen auch noch gleich mit Schlafpfeilen hier betäubt. Das finde ich auf jeden Fall eigentlich eine recht gute Taktik, die mir jetzt eigentlich erst aufgefallen ist. So. Hm,
Na, so weit hoch kann ich nicht zielen. Ich muss hier in den anderen Busch zuerst. Dann kann ich den Scharfschützen da oben. Oh, da ist Horny Gold. Da ist Horny Gold. Da ist Horny Gold. Das sind die ja. Deshalb haben die mich hier entdeckt, als ich zur Alarmglocke bin. Die werde ich aber auf dem Weg hierher noch auf jeden Fall sabotieren. Jetzt muss ich die beiden verfolgen. Mist, wo sind hier noch Grobiane? Tu mal auf jeden Fall mal alles hier markieren. Warum werden die nicht markiert, die Bastarde? Also warum leuchten die nicht gelb, dass ich sie irgendwo durchmarkieren kann? Habt ihr die Männer alarmiert? Die Zeit ist knapp. Nein. Drei Soldaten warten bei der Kreuzung auf uns. Das ist gut, wenn die Frage erlaubt ist. So, jetzt habe ich zumindest mal die Alarmglocken und die Grobiane laufen mal bestimmt noch über den Weg. Benötigt, damit das Observatorium funktioniert. Wie meint ihr das? Wenn man das Observatorium nutzen will, um, sagen wir, King George auszuspionieren, bräuchte man dazu einen Tropfen vom Blut des Königs. Mit anderen Worten, ein kleiner Blutstropfen gewährt uns Einblick in das Leben eines Mannes. Wie kann es mich denn ausspionieren? Ich habe ihm nämlich auch etwas von meinem... Wie ich auch, Captain Hornigold. Das tun alle Templer, um Verschwiegenheit zu sichern. Und Vertrauen, Fetcher. Ja, aber keine Sorge. Mist. Torres ließ unser Blut in einen Templerunterschlupf in Rio de Janeiro bringen. Wir sind nicht die ersten Ziele des Observatoriums. Versichert. Ich brauche noch einen Grobian. Fetcher, es ist ein kleiner Preis für das, was ich im Gegenzug von den Templern habe. So ist es. Als wir in Madagaskar Piraten gejagt haben, ach, Scheiße. Ich glaube, es war mein Charisma, das ihn überzeugte. Gewalt und Drohungen sind immer nur der letzte Ausweg. In Madagaskar ließ ich den Piraten die Wahl. Das Pardon anzunehmen und arm aber frei nach England zurückzukehren, oder aber der Tod durch den Strang. Genau wie hier in Nassau. Genau so. Nur schade, dass Commodore Chamberlain meinen durchschlagenden Erfolg nicht erleben durfte. Diese Schadenfreude ist mir neu, Rogers. Manchmal hat man sie sich verdient, nicht wahr? Darf ich noch einen Grobian killen? Ein Grobian ist nett zu viel verlangt. Benutzen wir auch mal diese neuen Türen, die haben wir ja eigentlich kaum benutzt. Hier ist aber so viel Betrieb auf den Straßen. Oder ich gehe hoch auf die Dächer. Das ist auch eine Option. Aus irgendeinem Grund sehen sie mich hier oben. Ich muss mal gerade ganz ehrlich hochgehen. Hier oben ist nämlich ein Scharfschütze. Den tue ich gerne auslöschen. Ist hier kein Grobian auf der Straße? Nirgends? Warum werden die nicht markiert? Das frage ich mich eigentlich schon die ganze Zeit. Gehen wir noch auf eine Plantage, dann hätte ich da nämlich mindestens einen Grobian auf jeden Fall. Oh mein Gott. Das ist ein Captain. Gibt's definitiv keine Grobian mehr. Unglaublich. Was zur Hölle mache ich denn hier? Oh, Gott sei Dank. Ich hatte schon wieder Panik hier. Was zur Hölle macht ihr? Warum gehen die mir gerade nach? Unglaublich.
unglaublich, was hier gerade abgeht. So, wollt ihr auch mal wieder auf normalen Kurs gehen? Wo ist der Scharfschütze? Oh mein Gott. Lass mich ja in Ruhe, Horny Gold. Also wenn jetzt gerade die KI so mega auf mich programmiert ist. Das müssen die eigentlich gesehen haben. Also ich dachte eigentlich, jetzt gerade ist die Mission desynchronisiert. Jetzt direkt, aber... Ich glaube, ich habe sogar noch eine Chance. Oh mein Gott. Horny Gold kennt mich zu gut anscheinend. Oh. Unglaublich. Oh, habt ihr jemals eine knappere Mission gesehen? Oh mein Gott. Was macht denn der da? Pisst er da gerade an die Wand? Okay, es geht wieder Richtung Plantage. Hier ist sicherlich irgendwo ein Grobian. So, da vorne ist auch wieder ein Sperrgebiet. Da sind dann sicher irgendwelche Grobiane. Was habt ihr erfahren? Die Princess wurde vor 6 Wochen von Piraten gekapert. Und soweit wir wissen, war Roberts der Weise noch an Bord. Sehr gut. Das ist doch was, oder? Naja. Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten die Prinzessin abzunehmen? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Jetzt sind ja mal wieder alle Templer da. Unglaublich. Wisst ihr es? Afrika, Eure Exzellenz. Afrika? Mein Gott. Großmeister, ich könnte selbst nicht sehen. Eine meiner Sklavengaleeren könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Was zur Hölle? Ich wollte gerade sagen, also, die sind ziemlich schnell unterwegs. Und was haben da die zwei Captains gerade gemacht? Haben die da gerade einen Busch einfach voll erschlagen die ganze Zeit? So sah das nämlich definitiv aus. Ja, da wird gerade irgendwas Hartes passieren. Wisst ihr es? Afrika, Eure Exzellenz. Afrika? Mein Gott, wir finden es in dieser Route nicht gemein. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinsegeln. Eine meiner Sklavengaleeren könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Sklavengaleere? Captain, ich bat euch doch, diese kranken Vehikel abzuschaffen. Ich sehe keinen Unterschied darin, einige Männer zu versklaven oder alle. Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Richtig? Ein versklavter Körper verleitet den Geist zur Lebendigkeit. Aber versklave den Geist und der Körper wird folgen. Das ist unser Ziel. Oh mein Gott. Es gibt keine einzigen Grobian hier mehr. Gar keine. Das verstehe ich aber auch nicht, warum. Doch jetzt nicht gerade der seltenste Typ hier, ein Archetyp. Erinnerte mich, wo in Afrika suchen wir genau? Principe, Captain, eine kleine Insel. Wir entsandten 2 unserer Besten, Burgess und Cochrane. Principe? Freibeuter mit schnellen Schiffen und starkem Willen. Edward Kenway! Welch eine Überraschung, deine Jackdaw hier vor Anker zu sehen! Hast du gehört, was du hören wolltest? Rettest du nun den Weisen aus unseren gierigen Händen? Wollte ich die Pest verreiten? Mein Gott. Du hast uns hintergangen. Weil ich einen besseren Weg fand. Bei den Templern herrscht Ordnung, Disziplin, Struktur. Doch dir fehlt jeder Sinn für dergleichen. Mach's gut, alter Freund. Der du einst ein Kämpfer warst. Du kämpftest für etwas Wahres. Etwas Größeres als dich selbst. Warum sind da keine Grobianen dabei? Ah, aus dem Gebiet entkommen. Hallo? Menschlicher Schild. Okay, Captain killt Captain. Ich versuche allerdings jetzt doch noch im Gebiet irgendwo einen Grobian zu finden.
Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, dass ich wegen einem Grobian jetzt hier nicht 100% synchron bin. Sprich, ich muss eigentlich die ganzen Soldaten mit... Ah, da ist doch einer. Da ist doch einer. Das reicht mir schon. So, jetzt sollte ich eigentlich die Mission 100% haben. Jetzt darf ich auch abhauen. So, nein, nicht festhalten, nicht festhalten, nicht festhalten. Da wollte gerade jemand auf mich schießen. Das machen wir mal nicht. Und dann werfen wir die Rauchbombe doch. Ich könnte auch einfach alle killen, das ist jetzt nicht so das große Problem. Und du noch. Dann haben wir die Mission 100%. Hammer geil. Das ist immer so ein Tipp, wenn ihr noch aus dem Gebiet verschwinden muss, dann sucht lieber noch das, was ihr braucht, zum Mission beenden. Ich bedanke mich hier fürs Zuschauen bei dieser Mission und bis zum nächsten Mal. See ya.